Hallöchen und herzlich willkommen, meine kleinen Kartoffelchen, zu einer neuen Folge Minecraft-Minispiele mit dem Spiel Jump World. Mit dabei ist heute mal die Caro. Hallöchen. Nabben. Und ich wurde gebeten, diese Map vorzuziehen und eventuell die so nah an Weihnachten wie möglich zu spielen. Also nehme ich das hier einfach an dem ersten Zeitpunkt auf, zu dem ich überhaupt wieder aufnehme, nach Weihnachten. Und ich bin immer noch ein bisschen krank, wie man vielleicht hört, aber trotzdem werde ich jetzt hier mal an diesem wunderschönen Montag loslegen und eine kleine Weihnachtsmap spielen. Willkommen zum Weihnachtskartoffel-Jump'n'Run. Als du gerade aufgewacht bist, fällt dir auf, dass deine Weihnachtsgeschenke verschwunden sind. Du überlegst, wo du sie versteckt haben könntest. Da fällt dir ein, dass der Weihnachtsmann wissen könnte, wo sich deine Geschenke befinden. Suche ihn und bringe deine Weihnachtsgeschenke zurück nach Hause. Viel Spaß und viel Glück wünschen euch eure Weihnachtswichtel Jana und Annika. Also Wichtel sind sie tatsächlich. So wir haben PureBDCraft benutzt zum Bauen. Ja, natürlich, weil sie so klein sind. Weswegen denn sonst? Ist auch nicht. Da fährt er mich an. Ich fahre niemanden an. Ich bin ein sehr selbstbewusster Fahrer. Leute, gut, dass Willi heute seine Mütze auf hat. Er hat nämlich ein Öhrchen aus Haaren. Oh, lass mich. Da ist die Höhle vom Weihnachtsmann. Das war jetzt sehr schwierig. Eigentlich wolltest du den Weihnachtsmann nach den Geschenken fragen, aber er ist nicht da. Caro, das ist traurig. Ich wieder ein Öhrchen. Ich bin... Sitzt der Weihnachtsmann vielleicht im Keller? Natürlich, wo soll er sonst sein? Hat er etwa Hendos DJ-Block gestohlen? Das glaube ich ja nicht. Hier ist er auch nicht. Wo ist er denn? Go! Bin gegoat. Wo bin ich denn hier gelandet? Will der Weihnachtsmann mich veräppeln? Wozu hat er das gebaut? Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Hier lang. Das könnte jetzt schwierig werden. Caro, geh mal aus mir raus. Geh du aus mir raus. Ja, ich springe aber an einem Stück meistens durch. Dann hopp. Ja, mach ich jetzt auch. Alter, wie weit ist denn der Sprung? Der Sprung ist ja viel zu weit. What the fuck? Alter! Caro versucht das. Oder sehe ich gerade irgendwas? Es gibt bestimmt einen Trick bei der Sache. Apple Pan, ich bin runter. Also ich weiß ja nicht, was sich Jana und Annika dabei gedacht haben. Oh. Aber der ist ziemlich schwer. Warte mal. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die beiden uns hier ein bisschen trollen wollen. Aha. Oder vielleicht auch nicht. Oder also vielleicht auch hinten? Doch. Ist nix. Oh. Denn? Du kommst so nicht weiter, suche einen Checkpoint. Checkpoint. Hab einen gefunden. Vor allen Dingen voll gemein. Ich sag ja, sie wollen uns trollen, weißt du? Die sind so gemein gewesen. Aber ich hab's, glaube ich, relativ schnell gecheckt, dass das nicht funktioniert. Oh, das ist aber auch gemein. Holy Stizzle. Caro, ich glaube, die Map ist zu hoch für uns. Verstehst du? Hoch, weil hier kein Boden drunter ist. Oh, wie weh. Oh. Alter. Da krieg ich gleich schon mal ein Kind, du. Was? Ja, ja. Genau wie Caro. Warten. Oh, Willi. Och Mann, was ist das denn? Die nageln mich jetzt schon. Wie lange habe ich überhaupt den Boost? Nein. Oh. Caro, das ist mir zu hoch. Verstehst du? Nochmal der Witz. Oh, das ist echt hoch. Oh. Geschenke, welches nimmst du? Was? Das Rote. Das ist gar nicht dein Geschenk. Geh zurück. Was? Dann nehme ich halt das Blaue. Oh Mann. Ich habe das Blaue genommen. War es dein Geschenk? Ja, scheinbar schon. Hier ist auf jeden Fall ein Jump'n'Run. Und ein grünes habe ich auch gekriegt. Jawohl. Vielleicht schmückt der Weihnachtsmann den Baum. Das ist zwar ein hässlicher Baum.
Willi! Bist du gemein? Guck, ob der Weihnachtsmann die Geschenke unter den Baum gelegt hat. Hä, wo soll ich jetzt hinspringen? Vom Baum. Nee, da würde ich sterben. Hör auf, hörst du auf? Nee. Oh, wie gemein! Was? Wenn man Schaden kriegt, dann verliert man. Jetzt muss ich auch noch hier überlegen, das ist ja voll unfair. Unter den Baum gelegt hat. Das heißt, da unten müsste ja irgendwo Water sein. Ach nee, Quatsch, warte mal. Das reicht doch, wenn hier irgendwo Spinngewebsels ist. Aber ich glaube, ich krieg gleich wieder Schaden. Tatsächlich, ich krieg wieder Schaden. Oh Gott, ich muss darüber, ich muss darüber, ich muss darüber. Caro, das ist nicht einfach. Wirklich. Oder ich verstehe es einfach nur nicht. Och Mann, das ist doch Kacke. Vor allen Dingen die ganzen Spinnweben. Oh Gott. Ah, ich habe es, glaube ich, geschafft. Ich habe es, glaube ich, gefunden, wo ich lang muss. Sehr gut. Nicht Fallschaden kriegen. Perfekt. Hm, hier sind keine Geschenke. Schau dich genau um. Wo könnte der Weg weitergehen? Vielleicht hier? Hm. Och nö, jetzt muss ich wieder den Baum runter. Och Manu. Jana ist doof, so. Jana mit ihrer Stupsnase. Jana Nasel. Oh Gott, nee, hier geht's nicht weiter. Oh. Oh Gott. Okay, ausblubbern lassen. Willis Rotz. Oh Gott. Suche nun weiter. Ich suche weiter. Ah, ich habe schon wieder Schaden gekriegt. Wegen nichts. Und ich darf wieder den Baum runter. Und wieder auf meine Rotze. Oh, das ist doch Kacke. Ach, Willi. Nee, ich sehe das gar nicht ein hier. Das Ding kriegt eine Minusbewertung. Caro, geh weg. Du musst das alles alleine schaffen. Ich habe das auch alleine geschafft. Mach ich doch. Oh, warum hast du noch so einen hohen Boost? Weil ich cheate. Ja, ich merke schon. Ah! Was machst du denn? Ich sterbe die ganze Zeit. Hast du es geschafft? Auch nicht. Ich muss jetzt gucken, wie ich da runterkomme. Du wirst da niemals runterkommen, weil die ultra gemein sind. Machst du? Du musst auf jeden Fall sehr, sehr gut aufpassen, ob du hier Fallschaden kriegst oder nicht. Sobald du hier ein bisschen Fallschaden kriegst, bist du am Po. Und dann nicht an meinem. Okay. Oh, ich sehe einen Herr Potato. Oh Gott, das ist ein Loch. Ah, komm mal hier. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Hallo, Herr Potato. Haben Sie den Weihnachtsmann gesehen? Ja, tatsächlich. Er war heute hier. Warum war er hier in einer Apotheke? Er hat sich Medizin für eine sehr starke Erkältung geholt. Okay, wo ist er dann hingegangen? Er sagt, er muss zur Wichtelfabrik, um Geschenke abzugeben. Auf durch den Notausgang. Zack. Der Weg zur Wichtelfabrik ist direkt vor deiner Nase. Caro, ich glaube, die mögen uns nicht. Warum? Weil die, oh Gott, weil die böse Sachen machen. Und zwar? Speedblöcke mit anschließenden Todesblöcken, nur um dann Hochsprungblöcke drauf zu machen. Und die wissen, wie sehr ich diese Blöcke hasse. Ja, deswegen tun sie es ja. Lässt du sie bitte? Nee, nee. Sie dürfen nicht gut aussehen, wenn sie sowas Böses machen.
Okay. Alter. Boah. Also manchmal, ne, da glaube ich, die machen das extra. Nur um den Kartoffelkönig zu peinigen. Wo komme ich denn da hin? Perfekt. Alter. Caro, komm mal. Was ist denn? Ich raste hier gleich aus. Ah! Das gibt's doch nicht. Wo bist du denn? Ich bin am Herr Potato vorbei. Boah, wie? Man kriegt da Fallschaden. Da habe ich jetzt gedacht, ich habe einen Fehler im System gefunden und habe ihn ausfindig gemacht und eliminiert. Und dann so eine Kacke. Ganz ehrlich. Oh Gott, das ist Caro. Bin ich gerade erschrocken. Oh. Boah. Aber deren Todesblöcke funktionieren auch wahnsinnig gut, habe ich das Gefühl. Ja, muss ja. Ne? Boah, Caro, guck mal, wie ich immer runterfall. Ich sehe schon. Sehtest. Hat jetzt Eckis Freund damit zu tun? Lass doch mal Sehtest aus dem Spiel, Caro. So ich. Du redest Tag ein, Tag aus von ihm. Ja. Oh, guck dir das an. Weißt du, das kommt da hinten dran noch. Ein Speedsprung mit einem Zaun. Komm da nicht rauf. Du musst warten, bis es hier zu Ende ist mit dem Speed. Da drückst du nach vorne und im gleichen Moment springst du. Ja, schaffe ich nicht. Nee, doch, musst du schaffen. Nein. Doch. Was machst du denn da unten? Oh Mann, das ist doch Kackjes. Aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft, Caro. Das war eine Flunder. Boah, es kotzt mich an, wenn diese Todesblöcke gut funktionieren. Zu gut für dich. Wieso hast du so einen hohen Jump-Boost hier am Anfang schon? Ja. Nee, sag mal jetzt. Was cheater? Wieso? Weil ich kann. Wenn ich den Checkpoint erreicht habe, habe ich das immer noch gehabt. Alter, diese Passage hier geht mir auf die, ne? Nüsse? Ja. Nein, ich hoch. Boah, vor allen Dingen, ich falle zwei Blöcke nach unten, krieg direkt Fallschaden. Wieso? Wenn es eine Sache gibt, die ich abgrundtief hasse, dann sind es diese Geschwindigkeitssprünge. Ja doch. Normalerweise gehen Jump'n'Runs ja immer super. Aber das hier ist gerade echt eine Qual. Mhm. Und vor allen Dingen diese Field of View, die du da kriegst, wenn du diese Geschwindigkeit kriegst. Die macht mich total worris. Ich bin noch gar nicht da drauf. Ich hab's dir eben erklärt, Caro. Es ist sau einfach. So, guck, zack, fertig. Ich muss 100% ja Chance. Ich muss immer auf diesen blauen Block kommen. Wenn ich nicht auf die raufkomme. Boah, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne? Dann geht es. Ja! Wichtelfabrik. Nein! Da war der Checkpoint! Mhm. Ich hab ganz vergessen, dass man auf diesen Slime-Blöcken nicht schnell rennt. Oh, was ne Scheiße. So, und cool bleiben. Und jetzt da. Hallo, Wut. Manchmal frage ich mich, warum jemand eigentlich so Maps spielt, weißt du?
warum ich das auch gemacht habe, was sie wollten, dass ich ihre Map spiele, weißt du? Mhm. Warum mache ich das? Wo bist du eigentlich? Hier. Was machst du denn da? Ich guck darüber. Warum? Weil da ein Willikopf ist. Lässt du bitte den Willikopf? Galatasaray. Hm? Wow. Dieser Moment, wenn du eigentlich schon auf dem Zaun draufstehst, aber trotzdem alles verlernst. Alter, wie ich immer volle Pulle drüber springe über diesen kleinen Zaun. Mistding, ey. Ist genauso klein und stoppelig der Zaun wie Jana. So. Oh Mann. Caro, das nervt mich gerade dezent. Ich stehe auf dem Zaun. Ich sterbe ja schon oft genug hierbei. Aber dass da noch dieser Zaun kommt, ne? Und dass dahinter kein Checkpoint ist. Vor allen Dingen, weißt du, es gibt ja die beiden Abstellerinnen, ne? Die haben das Ding getestet. Das Problem an der ganzen Sache ist, die haben es selbst, glaube ich, nicht mal zu 100% geschafft. Beziehungsweise wahrscheinlich immer so, oh, das habe ich jetzt nicht hingekriegt, aber es geht bestimmt. Nee, du musst es ja einmal schaffen, damit es veröffentlicht wird. Ja, aber Jana hat es ja bestimmt geschafft. Caro, jetzt komm schon mit vollem Mute. Am Hute. Los. Ich raste aus. Ich raste komplett aus. Guckst du dir den Scheiß bitte jetzt mal an? Mach ich doch die ganze Zeit. Das bekommt an Kreativität 0 Punkte. Echt die Sprünge? Und bei Sprüngen auch. Und beim Optik sowieso. Aber da ist ein Kopf von dir. Ja, mir doch wurscht. Der Kopf kam ich mal. Okay, was steht denn da überhaupt? Zur Wichtelfabrik. Alter Schwede. Ja! Geht doch. Medizin. Was hat der Weihnachtsmann sich geholt? Medizin und nicht Kekse und Milch. Der Weihnachtsmann! Oh, jetzt bist du da unten. Wow. Ich bin der Weihnachtsmann. Das ist ja cool. Die Geschenke sind weniger als sonst. Ja, ich bin im Stress, weil ich krank bin und trotzdem kommen jeden Tag Geschenke an. Ja, weil ich euch nicht ohne lassen will. Wir, fast 3000 Personen, sind dankbar für die Geschenke. Die sind lustig, toll und in ihnen steckt viel Mühe. Oh. Story. Wo ist Story? Oh. Dir fehlen Geschenke und du suchst sie, indem du den Weihnachtsmann fragen willst. Doch dazu musst du ihn erst finden. Du findest ihn und sagst ihm, dass seine Geschenke weniger wurden. Hierbei handelt es sich aber um Videos, weil der Weihnachtsmann Willi krank ist, kommen weniger Videos als sonst. Aber trotzdem täglich Videos. Das ist super toll und wir wissen, dass es nicht nur eine kleine Erkältung ist. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Wir beide möchten uns im Namen aller Zuschauer bei dir bedanken. Wir hoffen, euch hat die Map gefallen. Sie sind knuffig. Ich war nie böse. Also Kreativität, Realitätsbezug, sehr gut. Sprünge, schlecht. Nee. Merci. Ganz ehrlich, also diese Sprünge da zum Schluss, die waren halt echt der Horror. Aber ich würde trotzdem sagen, es war eine coole Mischung von allem. Besonders, dass ihr da so bei den einen Sprüngen so eine kleine Fitz-Tour eingebaut habt, von wegen, hey, ihr kommt da so nicht lang, sucht erstmal ein bisschen rum, weißt du, das fand ich auch sehr gut. Und die Optik, alleine schon wegen dem Rockkartoffelkopf, weißt du, sehr gut. So, Bewertung abschließen. Ich will jetzt aber sagen, da die Folge jetzt schon wieder so ultra lang ist, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Entschuldigung an die Leute, die ich jetzt übersprungen habe. Ihr kommt auf jeden Fall dann beim nächsten Mal Jump World dran. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.